in der Steiermark. Antenne, meine Hits, meine Steiermark. Antenne, meine Hits, meine Steiermark. Antenne. Meine Hits. Meine Steiermark. Antenne. Bring the action. Hier ist die Antenne am Abend. Antenne. Meine Hits beim Zähneputzen. Meine Hits zum Wachbleiben. Antenne am Abend. Antenne. Meine Hits, meine Steiermark. Meine Hits. Meine Steiermark. Antenne. Meine Hits. Meine Hits. Meine Steiermark. Meine Hits. Meine Steiermark. Meine Steiermark. Antenne. Meine Hits. Meine Steiermark. Antenne. Meine Hits. Meine Steiermark. Neuer Blitz auf der B69 in Oberburgler und trotz Wolken wird's relativ mild. Nachrichten, Verkehr und Wetter immer 5 Minuten früher informiert. Im Radio, online und auf der Antenne-App. Live aus dem größten Newsroom des Landes. Hier ist die Antenne mit den Nachrichten um 5:12. Anschober will in 2 Monaten um die Hälfte weniger Corona-Infizierte und wie die Börsen auf Trumps Corona-Infektion reagieren. Ich bin Helene Feichtenhofer. In Wien hat ein Prozess gegen die Lehrerbewertungs-App begonnen. Hier ist die Antenne mit dem besten Verkehrsservice und den aktuellsten Blitzern für die Steiermark. Es ist schon 12:02 und da ist jetzt einiges los in Graz. Der Stau wegen Überlastung zum Beispiel in der Blüdemanngasse, in der Kärntnerstraße vor der Kapellenstraße stadteinwärts und noch einmal in der Kärntnerstraße vor der Baustelle Gradnerstraße Richtung Süden. Sie brauchen da überall ein paar Minuten länger. Ja, apropos länger brauchen, Graz-Ragnitzstraße, es staut da vor der Baustelle. Auch hier dauert es ein bisschen länger. Kontrolliert werden Sie aktuell auf der B69 in Oberburgler beim Park and Ride Richtung Halbenrain und auch im Burgenland B65 in Dobersdorf am Ortsende in Richtung Königsdorf. Ist Ihnen noch was aufgefallen? Starunfallblitztipp, unsere Nummer 0316 80 90 80. Gute Fahrt. Fahren Sie nicht so schnell. Der Wasserspaß in der H2O-Therme in Bad Waltersdorf läuft Ihnen nicht davon. Die Wetteraussichten, Tanja Schaude für Sie. Rot markiert auf der Liste für Sturmwarnungen stehen Orte wie Mariazell, Eigen oder auch Rottenmann. Hier wird es ab dem Nachmittag Böen von bis zu 100 km/h geben. Auf den Bergen gibt es sogar Orkanböen. Das Wetter ist sonst zeitweise sonnig. Einzelne Regenschauer erwischen uns aus dem Westen und die Temperaturen reichen noch bis zu 23 Grad. Aktuell sind es 17 in Hieflau, 14 in Graz und 11 bei Ihnen in Leoben. Der Antenne-Wochenendwettertrend. Morgen wird es noch stürmisch bleiben. Besonders in den Bergen. Es wird wieder Sonne geben, nur gegen Abend gibt es auch Gewitter und am Thermometer ist es sommerlich mit bis zu 25 Grad. Am Sonntag wird der Wind dann weniger werden. Damit gehen auch die Temperaturen etwas zurück auf bis zu 22 Grad. Allerdings gibt es Sonne. At Work mit Simone Korenballes. Es ist 12, Mahlzeit. Antenne. Yeah.
25 Jahre. Hi, hier sind Axi, Seidi und Chrissy von den Antenne-Muntermachern. 4 Tage lang haben wir mit euch unseren 25. Geburtstag gefeiert mit euren Hits im Antenne-Hit-Countdown. Von Platz 1000 bis zu eurer Nummer 1. Und weil wir einfach nicht genug bekommen, geht die Party jetzt weiter. Den ganzen Oktober lang spielen wir bei den Muntermachern 2 eurer Lieblingshits. Und das pro Stunde. Und danach gibt's den ganzen Tag stündlich einen der von euch gewoteten 1000 Lieblingshits. 25 Jahre. Meine Hits, meine Steiermark. Antenne.